Unsere Konsumgesellschaft wird durch das Coronavirus einmal komplett durchgeschüttelt. Während manche dem lange entbehrten Einkaufserlebnis in Natura entgegenfiebern und dieser Tage schon die ersten Male umgesetzt haben, toben andere ihre Konsumlust beim Online-Shopping aus. Wohl dem, der ein Investment hat, welches an allen Wegen profitiert. Fragen dazu jetzt an Dirk Fischer, er ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH, den ich in Frankfurt ganz herzlich begrüße. Schönen guten Tag, Herr Fischer. Hallo, Herr Frani, guten Morgen. Wenn man denn die aktuellen Konsumvorlieben für sich nutzen will, Herr Fischer, auf welche Trends sollte man setzen? Das ist ein ganzer Themenstrauß eigentlich von Trends. Fangen wir vielleicht mal beim Shopping-Live-Erlebnis an. Da sind es natürlich Dinge wie das bargeldlose Zahlen, also Werte wie PayPal zum Beispiel. Es sind natürlich aber auch der Online-Bereich. Da sind wir natürlich eher bei Bestellservices wie Amazon oder auch Alibaba sind dort Themen. Aber es geht nicht nur darum, wie wir shoppen, sondern es geht auch vor allen Dingen darum, worin sozusagen unsere Konsumausgaben landen. Das Worin ist natürlich ein gutes Beispiel, Herr Fischer. Welche Möglichkeiten gibt es da und haben Sie auch da ein paar aktuelle Aktienbeispiele? Also fangen wir vielleicht an mit dem Thema Digitalisierung. Das ist natürlich jetzt im Augenblick über Videokonferenzen, Online-Beratung und so weiter in aller Munde. Neben ein paar pfiffigen Startups profitieren da natürlich eher die Klassiker wie Microsoft und Apple. Es sind natürlich aber auch der Bereich Social Media, Messenger-Dienste, Online-Suchen. Ja. Und da sind wir natürlich dann bei Bereichen wie Facebook und Alphabet als Marktführer. Ist aber auch der private Bereich, also wenn Sie zum Beispiel jetzt an das häusliche Umfeld denken, der Gaming-Bereich hat enorm zugenommen und dort wird enorm aufgerüstet. Und das sind dann teilweise Werte wie Aviation Blizzard. Also man sieht ein großes Potpourri. Das hört sich jetzt alles relativ positiv, optimistisch an, Herr Fischer. Aber wie passt denn das jetzt mit Stimmen zusammen, dass der generelle Konsum eingebrochen ist und ja die Bürger hier und da sogar Schecks bekommen sollen und hier und da auch schon bekommen haben in anderen Ländern, Stichwort Helikoptergeld, um den Konsum wieder anzukurbeln? Das ist beides natürlich richtig. Wie in jedem Investitionsfeld trennt sich auch beim Konsum da ganz stark die Spreu vom Weizen. Und insofern macht es natürlich wirklich nur Sinn, dort zu investieren, wo die Profiteure des aktuellen neuen Konsumverhaltens in Corona-Zeiten sind. Aber die sind tatsächlich sehr, sehr gut zu identifizieren im Augenblick. Was ist dann jetzt Ihre Empfehlung? Sollte man quasi einen ganzen Aktienstrauß zusammenstellen aus all diesen Branchen und Bereichen, dass man als Investor breit diversifiziert von diesen Trends und diesen Entwicklungen profitieren kann? Das wird Sie vielleicht überraschen, Herr Franik, aber ich würde genau das Gegenteil empfehlen, weil die große Frage ist, warum sollte ich mir so viel Mühe machen, wenn es auch viel einfacher geht? Denn das Konsumverhalten ist ja auch ständig in Bewegung, wie wir gerade erleben. Ja? Und man muss schon ein bisschen Trendforscherqualitäten haben, wenn man dort immer am Ball bleiben will. Dazu kommt auch noch, dass es eine gewisse Personengruppe ist, die das ganz besonders beeinflusst. Und das ist die sogenannte Generation Y, also die 20- bis 30-Jährigen, die halt da am konsumfreudigsten sind. Mein Rat wäre ein Fonds in diesem Bereich, der das breit streut. Das wäre der Gamax Junior Fonds. Er macht seit 20 Jahren nichts anderes, als genau dieses Konsumverhalten zu studieren und dort zu investieren. Sogar 12,5 Jahre mit dem gleichen Management, der Dr. Jens Erd Kapital AG. Und wenn man dort so ein bisschen in die Top-10-Liste reinschaut, dann wird man feststellen, das ist quasi eigentlich ein Strauß meiner Empfehlungen heute. Und ich würde das immer im Bündel kaufen, dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Herr Fischer, dann machen wir es doch mal konkret. Sie wissen, dass ich das ganz gerne wissen möchte. Wollen wir auf Herz und Nieren abklopfen. Wie hat sich denn der Gamax Junior in den vergangenen Jahren entwickelt? Und gibt es schon eine erste Tendenz, wie das jetzt aktuell in der Krise erlebt wird? Ja, nehmen wir ruhig dann den aktuellen Stichtag. Ich betrachte jetzt mal vom 30. April 2020 zurück. Wenn ich tatsächlich bis zur Fondsauflage zurückgehe, also am 1. Oktober 2007, das sind diese besagten 12,5 Jahre Management Dr. Jens Erd Kapital AG, dann habe ich sogar eine Periode, die ich mir anschaue, die genau vor der Finanzkrise beginnt, also doppelt schwierig. Und trotzdem hat der Fonds netto 6,75% in diesem Bereich, in diesem Zeitraum geschafft.
Mal als Vergleich, in seiner Peer Group sind 1900 andere Fonds, internationale Aktienfonds, und das sind nicht nur Konsumfonds, die liegen im Schnitt bei 4,2%, also er war 60% besser wie seine Mitbewerber, und damit ist er unter den Top 15% in der langfristigen Betrachtung. Aber ich will es mir nicht einfach machen, schauen wir auch in den kurzfristigen Bereich rein. Wenn ich nur in das laufende Jahr schaue, also in die ersten 4 Monate, hat der Fonds 4,6% verloren, mitten durch den Corona-Crash. Im gleichen Zeitraum liegt der DAX am 30.04. immer noch bei minus 18%, mal als Vergleich. Und wir dürfen eins nie vergessen, nach solchen schwierigen Phasen kommt ja auch immer wieder Sonnenschein. Deshalb möchte ich noch als letztes auf 2018 und 2019 schauen. In 2018 wissen wir, hat der DAX auch 18% verloren, der Fonds nur 6,7%. Also man sieht, wie stabil er gerade in Krisenzeiten ist. Und direkt im Jahr danach, im Jahr 2019, lag er bei plus 22%. Also ich würde vielleicht mal mit den Worten des alten Fritz enden wollen. Der wusste schon damals, gegessen und getrunken wird immer. Wenn ich das in die heutige Neuzeit umsetze, dann würde ich sagen, konsumiert wird immer. Und ja, wenn ich mir diese Gewissheit als Investment nutzen kann, mehr geht, glaube ich, nicht. Herr Fischer, was für ein schönes Schlusswort, den alten Fritzen zu zitieren, wenn es um den Gamax Junior geht. Dirk Fischer von Patriarch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Franing.